Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Freizeitstrategen da draußen, hier zurück zu Total War Warhammer 2 mit Oxyotl, dem stillen Jäger in der Mahlstrom-Kampagne auf sehr schwer. So, da, wir regenerieren hier gerade eben noch ein bisschen. Haben beim letzten Mal ein bisschen Geld und ein bisschen Bonuserfahrung bekommen und jetzt sind wir so ein bisschen umzingelt. Wir haben jetzt hier, ich habe mich mit zu vielen angelegt gleichzeitig, das ist ein bisschen ein Problem. Aber noch überlebbar. Oh Gott, ich kann auf gar keinen Fall die Verlustverstärkungsrate reduzieren. Auf gar keinen Fall. Niemals. So, ich gehe jetzt mal dahin und gehe jetzt hier in diesen meisterlichen Hinterhalt. Falls die dumm genug sind, um anzugreifen. Sie sehen jetzt nicht, dass ich komme. Das sollen sie auch nicht. So, und jetzt gibt es hier eine Rebellion da drüben. Ja. Ist halt weg. Hätte ich mir sparen können, das Ding da reinzubauen. Da ist sie, die Rebellion. Das Lustige ist, egal wer von euch beiden das Ding jetzt hier nimmt, es ist jetzt deine Rebellion. Das ist die gute Nachricht. Ich habe also das Chaos gegen das Chaos ausgespielt. Diener des Hundes, euch erreichen Nachrichten über einen neuen Einfall aus Norska. Diese üblen Diener des uralten Feindes, die sich an der Barbarei erfreuen, haben in Lustria Fuß gefasst und müssen verbannt werden. Es wäre ein leichtes, ihr Lager an der Küste auszulöschen, doch viele eurer Truppen stehen kurz davor, sich auf der Suche nach einer äußerst wichtigen Tafel zu begeben. Werdet ihr eure Truppen einsetzen, um die Warmblüter zu vernichten oder um das Relikt zu bergen und etwas mehr über die Pläne der Alten zu lernen? Die Tafel beschaffen. Und die verticken wir direkt. Weil sonst kann ich mir nicht erklären, warum wir 1600 bekommen. So, wir werden geplündert. Er ist voll auf uns reingefallen. Einkommen aus Industrie. Er hat keine Ahnung, dass wir jetzt hier rumstehen und seine Truppen sind gegen Beschuss überhaupt nicht gefeit. Tja. Er rennt weg. Leider haben wir keinen Hinterhalt hinbekommen. Aber jetzt gehen wir ihn halt töten. Was? Pyrrhus-Sieg? Spiel. Echt jetzt? Also man merkt, man muss sehr viel selber spielen als Oxyotl. Man muss sehr viel selber spielen. Denn irgendwie werden diese Skinkies extrem schwach gewertet. Ich glaube, das liegt eventuell daran, dass dieser Explosionsschaden nicht so richtig... Ja, keine Ahnung, so ein Gewicht hat oder so von den Jungs. Ich kann nur mutmaßen an der Stelle. Ich kann nur mutmaßen. So, jetzt haben wir ja tatsächlich jetzt auch diese Aufstellung hier. Genau, die Vorhutaufstellung. Kann ich schon mal auf die Hunde hier ballern. Du gehst da auch hin. Ihr geht sogar noch dieses weitere Stück vorkommen. Wobei, ich könnte sogar noch schon so dreist sein und mich hier schon mal in so einem Dingens da oben aufstellen. So, geht mal näher ran. Angriff, Angriff. Du gehst da hoch. Eindrehen. Angriff, Angriff, Angriff. Ich verfolge die jetzt hier, gehe jetzt den hier noch in den Rücken. Ey, guck mal, die haben halt echt keine Chance, ne? Das ist echt krass. So, Text geht.
So, die haben wir jetzt hier auch gestellt. Du kannst jetzt hier runtergehen. Hustest jetzt da rein. Also wir sind halt viel stärker als die. Nicht nur ein bisschen. Möchte ich einfach mal erwähnt haben, ne? Also, da ist die Autoberechnung noch wirklich sehr fehlerhaft. Ja, das werde ich auf jeden Fall nochmal zurückmelden, dass die halt echt da zu schwach gewertet sind. Ich glaube, dass diese ganzen Sondereffekte hier nicht so richtig reingezielt werden. Das könnte es vielleicht auch sein. Ich weiß es nicht. Aber ich freue mich gerade eben. Wir leveln gerade eben wie Sau, weil wir bekommen halt doppelte Erfahrung für die Jungs, ne? Ach so, übrigens, das hier ist ja das, was ich noch nie gezeigt habe. Wir können mehr Munition bekommen für die nächsten drei Runden, aber das braucht man, glaube ich, selten. Nehmt die extra Erfahrung. So, wieder eine Armee vernichtet. Wir gehen wieder regenerieren. Und nun gibt's die Warp-Gifte. Die hat langsamen Giftschaden verursachen. Ja, komm, also das nehme ich auf jeden Fall mit. Da, langsamer Tod. Ist jetzt hier mit drin. Das Vogelscheuchenbanner braucht kein Mensch. So. So, lala, das sieht schon mal gut aus jetzt hier von der Bewaffnung her. Und der hat natürlich auch nochmal ein Level up. So, maximale Mobilitätssteigerung ist nun erreicht. Das ist krass, also wie wir mit unserer Mobilität hier halt einfach mal alles dominieren, ne? So, das hier brauche ich für gar nichts. Außer wenn ich nochmal einen Skinkhäuptling haben will. Heldenkapazität plus 1 für Skinkhäuptlinge. Ich mache das mal, einfach weil ich gerne noch einen hätte. Beziehungsweise halt, warte mal, brauche ich überhaupt einen? Ich kann doch einfach einen holen. Bescheiden. Rang des Helden bei der Rekrutierung plus 2. Gilt das auch schon für ihn? Ich glaube nicht. Helden-Selbstverteidigung. Waffenmeister. Ja komm, ich hol den mal her. Gilt halt leider nicht für ihn selber, aber das war abzusehen. Hat der sich eigentlich irgendwie verändert? Nö. Nö. Den werde ich aber auch wirklich als Agenten hauptsächlich nutzen. So, wir haben übrigens wieder neue Missionen. Oh, und bei manchen ist die Zeit echt knapp. Hier muss ich Stufe 5. Also hier habe ich 6 Runden Zeit, dann bekomme ich 3 gesegnete Chamäleon-Skins. Ey, die wären echt fantastisch. Hier bekäme ich 2 gesegnete Skink-Plänkler. Hier einfach nur Juwelen. Gesegnete Terradon-Reiter. Oh, die Feuerkegel-Bola sind auch gut. Und wir bekämen insgesamt nochmal hier 250 Erfahrung. Ich glaube auf jeden Fall, dass ich das hier relativ schnell mache. Was muss ich machen? Besiegt die folgende Armee. Ja, 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 eine Armee. Boah, die zocken mir sogar Geld, wenn ich okay. We have not much time, friends. Und also, ich merke, wir stehen mehr unter Druck, als ich erst angenommen habe. Trotzdem kann ich jetzt nicht sofort losschlagen. Ich sichere jetzt erstmal meine Heimat. Wer jetzt hier reinläuft, bekommt Verschleiß. Und im nächsten Zug... Okay, unsere Probleme sind größer, als ich erst gedacht habe. Scheibenkleister. Ich kann den jetzt halt hier nicht rumlaufen lassen. Na, ich muss ihn jetzt ausschalten. Das Problem ist, dass seine Armee zu groß ist. Aber ich muss daran. Gibt keinen anderen Weg. Langsamer Todeffekt. Und das hier sind diese Rüstungsspaltungsteile. Also das Spiel sagt Pyrus-Sieg, aber ich bin nicht bereit, die hier alle zum Fenster rauszuschmeißen. Boah. Krasse Nummer. Also gut.
Es sind halt viele. Es sind Skaven und sie müssen weg. Und ich glaube, ich werde dieses Mal echt mehr Dida einsetzen. Weil ich den Eindruck habe, dass die insgesamt einfach besser sind. Ja, die sind viel besser. Schau sich das mal an, ne? Denn die Nahkampfabwehr von denen ist halt einfach nur phänomenal. Okay, wir müssen nach wie vor plänkeln. Sind hoffentlich schneller. Wir haben eine extreme Geschwindigkeit. Wir haben so Geschwindigkeiten so zwischen 55 und... Ja, okay, wir sind nicht schneller als 55. Doch, bis zu 56 sind wir schnell. Ich mache es aus denen hier, die Flankierer. Einfach mal ein bisschen variieren und gucken, was passiert, ist so, mein Gedanke. Dann schauen wir mal. Ich gehe mal auf Pause, weil ich einfach nur auf Nummer sicher gehen will. Ich mache mal diese Schlacht in Slow Motion. Weil das ist eine neue Strategie und ich weiß halt nicht, ob das eine gute Idee ist. So, ich will mal gucken, wer von euch hat eigentlich dieses Todesgift? Schwer zu sagen. Der soll auch noch wegplänkeln. So, hier gab es schon die ersten Angriffe. Boah, okay, das ist ja richtig brutal, wie unsere Jungs da ihre Wurfspeere reingeschmettert haben. Also wir haben selber noch kaum was verloren. Du greifst jetzt da an, bitte rennend. Die ersten rennen hier schon weg. Die rennen hier auch. Boah, ist das krass. Also ihr bleibt hier dran. Du verfolgst das da. Troglodon rennt dahin. Feuert da drauf. Ne, ihr feuert da drauf. Du kannst jetzt wieder dahin gehen und du da. Der geht fast kaputt. Du hältst da drauf. Du machst hier Druck. Wir sind halt deutlich schneller als die. Okay, die sind zerstört, um die muss ich mich nie wieder kümmern. Das Ding ist auch gleich schon Geschichte. Uff. Ich will wissen, wer dieses tödliche. Ge da! Oh, langsamer Tod. Die sind das. Man sieht aber nicht genau, wie viel Schaden das macht. Es steht einfach bloß dran: Schaden über Zeit. Okay. Kann ich mitleben. Oh, er ging auf. Hier wird viel geballert. Die sind halt immer noch hier am Kämpfen, ne? So, jetzt mache ich mal die Geschwindigkeit auf normal. Wir müssen das halt irgendwann mal hinbekommen. Okay, die sind zerstört, da muss ich nichts mehr machen. Komm daher. Ah, die rennen leider weg. Komm, Troglodon, geht ein. Das Troglodon ist so krass, ey. Ist der eigentliche Grund, warum wir hier dominieren.
Komm, ran, ran, ran. Dr. Carver. Jetzt muss ich hier mal anfangen mit dem Flankieren. Du kommst jetzt hier mal zurück. So, der Angriff in den Rücken könnte eigentlich... Ja, nee, tut er nicht. Und vielleicht ein bisschen Entsetzen auslösen? Tut das was? Ist halt teilweise immer wieder überraschend, wie zäh die Skaven durchhalten. Aber jetzt kommt der Armilos. Heieiei. Also immerhin haben wir ihn geschlagen und haben dabei, so wie es aussieht, ganz knapp keine Einheit verloren. Hier bin ich mir nicht ganz sicher. Ich hoffe, die sind noch da, weil die waren schon sehr gut entwickelt. Ja, der hatte halt auch noch ziemlich gute Jungs, ne? Das war so seine Anfangsarmee, die wir ihm jetzt weggemacht haben. Mit 6 noch da. Ja, ich hole mir die Flussverstärkungsrate. Es geht nicht anders. So, wir haben Dredge besiegt. Er ist jetzt nochmal schneller. Wie geil. Führerschaft bei unterirdischen Abfangschlachten. Das Wichtige ist aber die krasse Geschwindigkeit, die wir dadurch jetzt hier gerade immer erhalten haben. Hier machen wir jetzt Verteidigung rein. Hier will ich auch schon mal ein bisschen Verteidigung drin haben. Hier können wir noch mehr Wachstum und Geld reinmachen. Und das Doofe ist halt, ich werde nicht alle Missionen machen können. Das ist das Doofe. Mehr Speer, Reduktion der Nachladezeit. Ja, also ich gucke, dass ich schneller schieße und mehr Munition habe, ne? Okay, wir haben das hier wieder gesichert. Und jetzt muss ich... Ach, jetzt habe ich ihn vergessen. Egal, ich muss gucken, wo jetzt hier die Skaven sind. Es ist halt echt düster, ne? Also, dass ich diese Mission jetzt halt... Oh, ja, sie kommen von allen Seiten. Das nervt mich gerade richtig hart. Es kommt garantiert wieder einer von da unten, ne? Wobei, ich habe keine Ahnung, warum der mich jetzt hier so gezielt angegriffen hat. Eigentlich gibt es hier noch Dunkelelfen zwischen mir und ihm. Wie man es macht, macht man es falsch. Ach, das ist ja bloß Verstärkung behindern. Wie lame. Ja, also die Zeiten sind schon knapp gesetzt. Führerschaft plus 25 für Zielarmee. Zielarmee erhält dauerhafte Boni, wodurch sie sich künftig besser gegen Feinde behaupten kann. Ja, aber die große Preisfrage ist, interessiert mich das? So doof das auch klingt. Das hier wäre halt echt nicht schlecht. Großherde wird versammelt. Also ich denke, dass ich das hier auf jeden Fall tun sollte. Wegen der Erfahrung. Ja, und wen muss ich jetzt angreifen? Was ist mein Ziel? Ah, besiegt die Armee der Folgenkommandanten der Schlacht Nelosi. Es läuft halt echt darauf hinaus, dass ich mich mit jedem... anlegen muss. Ich kann hier nicht... Ach Gott, ich habe keine Bewegung mehr. Oh, shit. Halt. Ah, shit. Das ist jetzt echt doof. Okay, das habe ich jetzt... Da habe ich nicht dran gedacht, dass ich da gerade eben erst reingelaufen bin. Aber das Gute ist, ich kann danach einfach wieder zurück teleportieren. Ja gut, dann nimm halt das Ding jetzt, ne? Ich kann nichts dagegen tun.
Okay. Also ich lerne es hier gerade auf die harte Tour, wie diese Spielmechanik funktioniert. Wir bräuchten die harmonische Konvergenz. Oder nee, eigentlich finde ich den Schmaus der Krähen eigentlich immer sehr gut. Das ist doof, ich muss mich jetzt hier echt mit den Dunkelelfen anlegen, also mit ihr, mit Morati. Und das Spiel sagt Pyrrhus-Sieg, sag mal. Ich, Leute, ich speichere mal ganz kurz, ne? Diese fette Armee gegen diese. 662 Verluste. Wir merken uns mal diese Zahlen. Oh Gott, die Autoberechnung, ey. Ich möchte nur diese Diskrepanz mal klarstellen. Wahrscheinlich ist der Kampf eine Minute oder so. Wenn wir alles halbwegs richtig machen. Ich sage noch nicht mal alles richtig, ich sage bloß halbwegs richtig machen. 662 sollen wir angeblich verlieren. Ich bezweifle, dass sie überhaupt genügend Geschosse haben. Also die dunkle Elfen. Um so etwas anzurichten. Also ich behaupte, das machen allein die Chamäleons-Kings. So. Kann ich mich direkt schon mal da hinstellen. Und falls es zu einem Nahkampf kommt, kann ich das da machen. Ja, und die benutze ich jetzt hier so als Reserve. Der hustet da ja auch rein. Ja, also wie ich es mir dachte, ne? Das sieht jetzt hier momentan nicht so aus. Lol. Was war das denn? Ach, wieder diese dämlichen Dunkelelfenfähigkeiten. Da war eine schwarze Arche im Spiel. Die habe ich nicht gesehen. So, wie viel haben wir jetzt verloren? Wow. Sind ja knapp rangekommen, die 662. Also, ja, wenn ich alle meine Leute wie Idioten an einen Fleck gestellt hätte und dieser schwarze Archenzauber, der gerade eben diese Explosion gemacht worden wäre, ne, es war gar kein schwarzer Archenzauber, das ist irgendwas anderes, das ist von dem Ritus. Dieser Ritus, dann, aber auch nur dann hätten es so viele Verluste werden können. So. Wir haben die Aufgabe abgeschlossen, bekommen 3000 Gold. Oh, und jetzt kann ich endlich um das goldene Blasrohr kämpfen. Das ist doch schon mal ein Anfang. Außerdem bekommen wir hier noch die wertvollen Lektionen. Ich glaube, ich werde die noch killen jetzt hier schnell. Weil. Och, echt jetzt! Es darf nicht wahr sein. Wisst ihr selbst, ich habe nicht geguckt, ich bin selber schuld. Ich habe einfach nicht geguckt. Ja gut, dann ist es also. Ich beschwere mich nicht. Ich reg mich nur über mich selber auf. Arg. Weil es halt einfach unnötig war. Ja, ein Komet von Cassandora kann der jetzt auch noch casten als gebundenen Zauber. Jetzt porten wir uns erstmal zurück. Oder? Was haben wir denn da?
Ne, ich muss jetzt einmal kurz zurück mich porten. Ihr seht warum. Ich die als die Feuerbola-Dinger damit reinnehmen, so als Übergangslösung. Warum sind die eigentlich da? Die, ach, das sind Rebellen der Dunkelelfen. Warum sind die bei mir? Ich habe Fragen. Ich verliere immerhin hier mal kein Unit. Und wieder Verlustverstärkungsrate und wieder hier rein. Und jetzt haben wir endlich Level 12 erreicht. Und damit kann ich jetzt die coolen Sachen freischalten. So, Forschungsrate, Einheiten Erfahrung pro Runde. Jetzt ist es nicht mehr so schlimm, dass wir diese Einheit verloren haben. Es wurmt mich zwar immer noch ein bisschen, aber... Also ganz im Ernst, ich glaube eigentlich, dass ich die hier nicht brauche. Ich brauche eigentlich nur diese Einheiten und später dann halt noch diese fetten Monster. Das ist alles. Aber ich schmeiße die jetzt natürlich nicht aus dem Fenster. Verbessern das hier noch. Ich guck mal, was ich da drüben noch finde. Nur Dunkelelfen. Bauzeit für ressourcenproduzierende Gebäude und auch Kosten für das Bauen reduzieren. Ja, warum nicht? Also das ist auf jeden Fall eine knackigere Kampagne, als ich erst gedacht habe. Und jeder Fehler wird bestraft. Okay, versiegeln und zuschlagen. Ich habe keine Lust mehr Chaos-Korruption hier anzulachen, wenn ich ohnehin schon plus zwei mache wegen den bösen Nachbarn. Jetzt kommt die harmonische Konvergenz. Ja, wie gesagt, jetzt muss ich hier ran. Immerhin sind sie schon mal meine Gegner. Das kann ich so nicht machen. Ich muss es spielen. Das ist echt die größte Schwäche an denen. Aber wahrscheinlich ändert sich das, wenn wir endlich die Monster haben. So ein Co-Outler oder sowas in der Art und Weise. Pff, ja gut, ich muss erstmal halt die Hauptgebäude auf Stufe 4 bringen. Vorher ist da gar nichts drin. Und dann das Geld haben. Was haben die denn? Die haben hier Trauerfang-Kavallerie. Alter Falter, die haben Söldner genommen. Die haben Söldner. Nicht so gut. Deswegen stelle ich euch jetzt eher mal hier so flankiert auf die Seite. Euch so. Und euch so. Ich habe nicht vor, mich mit diesem Vieh anzulegen, wenn ich es nicht muss. Ja, ich warte noch bis zum Nahkampf. Nee, nee, schießt du auf die Trauerfangen, um Gottes Willen. Jetzt geht's los. Da war wieder irgendwie eine große hässliche Explosion. Zum Glück sieht man ja überhaupt nichts hier. So, da ist die Trauerfang-Kavallerie. Ich bilde mir ein, wenn ich sie charge, tut das ihr mehr weh als mir.
Das war ein Treffer. Keine Lust mehr auf diesen Nahkampf. Schieß tot, ey, da hinten, ey. Ah, jetzt kommt der Amilos. So. Sieht halt schon ein bisschen aus wie Star Wars, ne? Die können sich gleich so ein bisschen einreihen, so neben die Schwestern von Avalon. Mit ihren lustigen bunten Geschossen. Ich meine, es macht schon Sinn, dass man sich merken kann im kompetitiven Spiel, wer schießt mit was, ne? Dass du das weißt als Spiel und nicht permanent nachgucken musst, so, dass du diesen Farbcode hast. Aber es hat trotzdem so ein bisschen diesen Look. So, wieder 95 Verluste. Die Verlustverstärkungsrate lohnt sich gar nicht. So, jetzt geht's los. Feindliche Führerschaft minus 8 für Chaoskrieger, Teammenschen, Norska, Unverdorbenheit, immun gegen Psychologie. Oder alle haben nicht zu entdecken. Perk. Verlustverstärkungsrate im feindlichen Terrain. Geschoss. Oh, das ist gut. Im feindlichen Terrain oder im fremden Terrain mehr Schaden machen. Wem gehört das hier? Die Hexenhalle ist ein. Ganz im Ernst, ich mach das kaputt. Von dem Taurox, dem alten Messingbullen. Den machen wir beim nächsten Mal fertig. Macht's gut, bis dahin, schöne Zeit. Tschüss und Ade.